Hallo Leute, ich möchte euch heute in diesem Video zeigen, wie ihr Rainbow Loom Arm mit einer verlängern könnt, die euch nicht in euren Arm passen. Davon gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich beginne mit Möglichkeit 1, den Rainbow Loom. Ich benutze weiß Gummibänder und spanne diesen weißen Gummibänder einfach über den Loom. Dafür benötige ich nur eine Reihe des Looms. Ich nehme immer die rechte und spanne einfach Loombänder ganz normal drauf. Das mache ich, wie breit ich das Armband haben möchte. Ihr könnt so 6 bis 10 nehmen, entweder für Kinderhände oder entweder für Erwachsenehände. Ich nehme 6. Wenn ihr es ganz klein haben wollt, auch so 3. Gut, noch eins. So. Dann nehmt ihr das Armband. Ich zeige euch nochmal einen anderen Armband. So sieht es dann aus mit der Verlängerung. Und spannt das Armband dort, wo ihr keinen Siegrip betätigt habt. Also hier auf den Loom. Den letzten Gummi drauf. Ihr dreht es ein bisschen so. Und das könnt ihr dann ganz normal verloomen. Alles zur Seite drücken, unten ran und loomen. Das einfach ganz normal loomen. Wie man es beim ersten Rainbow Loom Armband auch macht. Das ist die erste Möglichkeit und die einfachste. Ich ziehe das jetzt einfach ab, da fliegen die Gummibänder dann rum. Jetzt zeige ich euch eine andere. Das ist die gleiche Befestigung. Ihr gebt einen Teil des Armbands auf dem Haken. So. Und jetzt nehmt ihr ein Gummiband, tut es auf dem Haken stecken, an den Finger und zieht es den Loom-Armband über das Gummiband drauf. Gebt ihr wieder auf den Haken, dass es so aussieht. Dann nehmt ihr wieder ein Gummiband, steckt es auf den Haken und auf den Finger und zieht das einfach drüber. Und das macht ihr auch so 6-mal. Das ist die gleiche Verlängerung. Aber wenn man schnell ist, kriegt man das auch manchmal schneller hin. Das ist euch eigentlich total überlassen. So sieht das aus. Und das könnt ihr auch so machen. Jetzt zeige ich euch eine nächste Verlängerung. Diese Verlängerung ist mit dem Mini-Loom. Haltet den Mini-Loom so, dass die Öffnung zeigt. Spannt die Gummibänder über den Mini-Loom drüber. Einfach so drüber spannen, dass es so aussieht. Falls ihr draußen irgendwelche Geräusche hört, das ist mein Bruder und meine Mutti, die gucken Fernsehen. Das klingt ziemlich laut, ich weiß. Gut. Dann nehmen wir wieder ein Gummiband, spannen das drauf. Und können das dann so verloomen. Ich zeige euch aber auch noch eine andere Methode, die ist leichter. Ich spanne das auch erstmal auf einen drauf und dreht das dann noch. Ich zeige euch so, einen drauflegen, so drehen, das zu einer 8 und den Rest wieder drauf spannen. So, dass ihr eine 8 auf dem Minimum habt. Ich richte es noch, wartet. Dann spannt ihr drauf. Und loomt das einfach drüber. Ich zeige das dann gleich nochmal. So, drückt es wieder runter. Immer eins drauflegen und dann das unterste Gummiband drüber loomen. Wieder runterdrücken, neues Gummiband draufgeben. Und das unterste Gummiband drüber loomen.
Jetzt habe ich das Falsche auch noch genommen. So, das könnt ihr auch machen. Jetzt zeige ich euch noch die allerletzte Möglichkeit, um mein Armband zu verlängern. Ihr nehmt ein Gummiband, spannt es von dort bis nach dort im Zickzack. Von dort bis nach dort. Und von dort bis nach dort. Das ist wie beim ersten Rainbow Loom Armband. Jetzt nehmt ihr euer Armband, das andere Ende und spannt das drauf. So, dann könnt ihr es umdrehen und zieht das zur Seite und könnt das auch hier völlig normal loomen. So, das waren die 4 Möglichkeiten, um ein Rainbloom-Armband zu verlängern. Wenn euch das Video gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, macht leider einen Daumen nach unten. Viel Spaß, bis zum nächsten Video.